So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Disney Dreamlight Valley. Und ihr seht schon, unten haben wir rechts das Bild von Belle. Wir machen den allerersten Belle-Quest. Der Quest heißt Auf in den Westflügel. Sammle die folgenden Materialien im Reich, die Schöne und das Biest. Wir brauchen noch zwei Schlosskerzen. Den Kerzenständer des Schlosses und den goldenen Vorhang haben wir bereits gefunden. Falls ihr einen Begleiter dabei habt, der kann hier nicht mit rein. Also ich habe meinen Begleiter hier, Wally, verloren. Und ich habe ein bisschen einfacher mich umgeguckt und habe eben hier schon den Kerzenständer, den goldenen Vorhang und die Schlosskerzen gefunden. Wir brauchen aber noch zwei. Und jetzt gehen wir hier unten einfach nochmal ein bisschen spazieren. Ich habe gedacht, dass vielleicht... Was passiert hier? Gar nichts. Okay. Ich habe gedacht, hier gibt es vielleicht sowas wie eine Küche. Da ist doch noch eine. Das ist wirklich... Okay, cool. Das haben wir schon gelesen. Die Geschichte, das verstehe ich nicht ganz, mit was für ein Zusammenhang das steht. Ich hätte gern noch eine Küche, eine richtig schöne Küche. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Und... Da ist der Schlüssel drin, aber da komme ich noch nicht ran. Unten waren wir schon. Sehr schön hier. Bisschen dunkel alles. Aber so picobello sauber. Okay, da geht es dann wieder runter. Okay, dann geht es dann hier nicht wieder hoch. Ah ja, hier geht es ins Zimmer. Wow, hinter der Holztür, das ist ein bisschen gefährlich mit dem Feuer. So, wir bräuchten noch eine Kerze. Das ist die da hinten. Das ist bestimmt die da hinten. Schade, ich habe mich auf eine Küche gefreut. Was ist denn da drin? Ui, weiß das jemand, was das ist? Wow. Ja, zum Essen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, das ist nicht ein Tisch zum Essen. Das ist alles so picobello sauber. Tatsächlich. Ja, geil. So, bringe Belle, was du gesammelt hast. Oh, ist das schön hier. Guck mal. Also er... Ich weiß ja nicht, wie das Biest heißt. Ich müsste mir den Film nochmal anschauen. Ist schon ein wenig ein rechter wilder Typ. Aber Belle wird ihn schon bändigen können. So. Du betrittst das Reich und findest ein leeres Schloss vor. Du musst es erkunden, um herauszufinden, ob jemand drin ist. Du findest Belle in der Bibliothek, umgeben von einem Sturm fliegender Bücher. Sie bittet dich um Hilfe, sie zu fangen und die Lage zu beruhigen. Belle erklärt, dass sie und das Biest einen Streit hatten, weil sie sich in den Westflügel geschlichen hat. Du meldest dich freiwillig, um den Geheimgang in der Bibliothek zu finden und nach ihm in seinem Zimmer zu sehen. Okay, erkunde das Reich, folge dem fliegenden Buch, sprich mit Belle, fange die Bücher, stelle sicher, dass du 5 Bücher gefangen hast, bring die Bücher zu Belle, finde einen Weg in den Geheimgang, also den Geheimgang finden, dann sammle Schlosskerzen, Kerzenständer, goldenen Vorhang und dann bringe, was du gesammelt hast, zu Belle. Und das machen wir jetzt mal. Mal schauen, was es sagt. Hi, Belle. Ich gebe das mal. Die Kerzen, den Kerzenständer, den Vorhang. Sie wird mich doch jetzt nicht in eine Kerze verwandeln. Oder eine Verkleidung dafür geben. Du hast alles für deine Verkleidung gefunden. Mal sehen, was ich tun kann. So ungewohnt auf einmal wieder nach all der Zeit nach Vanellope mal wieder einen neuen Charakter zu finden. Eine Naht hier, ein Knopf dort. Es ist fertig. Es ist wirklich die Verkleidung als Kerzenständer. Nee, jetzt echt, oder? Ich bin mir sicher, dass dir nichts passieren wird. Er mag vielleicht einschüchtern wirken, aber es steckt mehr in ihm, als man auf den ersten Blick vermutet. Wow, nee, oder? Kerzenständerverkleidung.
Okay, das müssen wir dann hier über die Garderobe machen. Wow, das ist ja der Hammer. Okay. Okay. Ich nehme mal die Brille runter und habe ich goldene Schuhe? Muss mal gucken, aber ja, lass mal, ist egal. Das ist ja toll, Alter. Das ist so, das erinnert mich ein bisschen an Alice im Wunderland. Okay, geht durch den Vorhang im Geheimgang, um in den Westflügel zu gelangen. Mal schauen, was sie sagt. Bonjour. Bonjour? Was sind deine Pläne für den Tag? Das Dorf verbessern wie immer? Du wolltest nach dem Biest im Westflügel sehen, erinnerst du dich? Bitte zieh deine Verkleidung als Kerzenständer an und nimm den Geheimgang. Aber warum macht sie das nicht? Wie sie strahlt und glitzert. Na ja, gut, machen wir das mal. Ui. Schön. Schaut aus wie so, wie so eine Motte, so ein Falter hinten die Flügel, ne? Wow. Jetzt wird's interessant. Also gut, machen wir mal was. Geh durch den Vorhang. Okay, da ist ja nichts. In World of Warcraft würde man hier jetzt irgendwas finden. Oh Mann. Als ob sie es gehört hätten. War nichts drin. Die junge Frau versuchte vergeblich, den Mann aus Stein zu befreien, aber sie verletzte sich an den Dornen und schwor, mit Hilfe zurückzukehren. Was ist das für eine Geschichte? Das erinnert mich alles. Schaut mal, das ist neu hier. Die Stühle, die Fässer. Es gibt zwei verschiedene Arten von Fässern, ehrlich? Okay, wusste ich nicht. Okay, sehr sauber alles. Wo ist denn hier ein Vorhang? Geh durch den... Ach, ist das der Vorhang gewesen? Nee, das ist kein Vorhang. Oh mein Gott, das ist der Vorhang. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das erinnert mich ein bisschen an World of Warcraft hier. Und zwar das Verlies, ne? Ich muss... Und das muss das wieder spielen. Ich muss das wieder spielen. Huh. Also, geh mal rein. Okay. Okay, Bücher. Paravans. Eine Harfe. Eine Kiste. Die kann ich leider nicht bedienen. Tatsächlich. Da ist er. Da ist die Rose aus dem Film. Oh Gott. Die verzauberte Rose. Ist das nicht toll? Wow. Ist das schön gemacht. Alles so sauber. Das ist ja toll hier. Kann man das aufmachen? Ja, man kann das wahrscheinlich aufmachen. Das sind Bilder. Zerkratzt. Sein eigenes Bild hat er zerkratzt, wie im Film. Ja. Was zu essen? Bücher? Was ist denn das? Da passt doch der niemals rein. Hä? Okay. Jetzt sehen wir das allererste Mal das Biest. Wow. Kann ich hier auf... tatsächlich. Na, fragen wir ihn mal. Wow, schaut schon. Was ist das eigentlich? Soll das ein Wolf sein? Schaut so ein Wolf aus? Wer ist da? Nur ein Angestellter, mein Herr. Dann befolge meinen Befehl. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier, um nach euch zu sehen. Eure Hoheit. Mir geht's gut. Ich habe euch allen gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Und ich... Warte, ich kenne dich nicht.
Wer bist du? Wie bist du hier hereingekommen? Nun, Oh, das ist gut gemacht. Antworte mir! Warum bist du wie ein Kerzenleuchter angezogen? Ich schätze, das ist keine gute Verkleidung. Ich habe gehofft, du würdest lachen. Amüsiert dich das, was in meinem Schloss geschieht? Ach Gott. Was geschieht denn in deinem Schloss? Nein, nein, das ist es nicht. Es sollte dich für unerlaubtes Betreten in den Turm werfen. Warte, warte. Ich bin ein Freund von Belle. Sie hat mich gebeten, nach dir zu sehen, aber es sieht so aus, als wärst du ein bisschen sehr auf das alte Porträt fixiert. Belle tut es leid und sie macht sich große Sorgen um dich. Ist das so? Hat sie das gesagt? Okay, ich vermute das. Bedeutet? Ich fühle mich schlecht, weil ich überreagiert habe. Und dieses bedeutet, dass ich recht habe. Fühlst du dich schlecht? Was weißt du denn schon davon? Ich weiß, dass es weniger beängstigend sein kann, wenn wir über das reden, weswegen wir uns schämen. Schämt er sich? Oh Gott, wie er schaut. Süß einfach. Tief einatmen. Sie kam her, obwohl ich sie gebeten hatte, es nicht zu tun. Sie starrte es einfach an. Ach, das Bild. Ja, ja, sie ist in den Westflügel gekommen, obwohl er gesagt hat, er möchte das nicht. Aber ich habe immer gedacht, er hat, also das Biest hat gesagt, dass sie nicht ins Westflügel reingehen soll, weil er Angst um die Blume hatte. Hier diese verzauberte Rose. Das alte Porträt, das ist das Porträt von ihm, ne? Ja, sie schaut in diesem Gesicht mit so viel... Ach, wie könnte ich mich jemals mit ihr selbst messen? Geh einfach. Raus! Danke. Das ist... sehr nett. Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz. Warte mal, vielleicht kann ich hier nochmal ein Bild machen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schubsen, wirklich nicht. Sehr schön, wunderbar. Dass mir da nicht das Katzenwachs ins Gesicht reinläuft. So, schauen wir mal. Kann ich mit Ihnen reden? Hallo. Es sind so viele Leute hier. Das bin ich nicht gewohnt. Hä? Wie viele Leute sind denn hier? Ich bin da und Belle ist da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. That's crazy. Weiß. Und unten dieses Holz. Okay. Hier nochmal rein. Wow. Kann man hiermit nochmal ein Bild mit ihr machen? Schon eine kleine Leseratte, oder? So, schauen wir mal, was sie sagt. Sprich mit Belle. Du hast das Biest gesehen? Geht es ihm gut? Ja, ja, dem geht's gut. Ich glaube, er ist traurig. Er ist immer noch wütend auf dich. Er hatte einen Wutanfall. Ich glaube, er ist traurig. Er glaubt, dass er dem Prinzen auf dem alten Porträt, das du angestarrt hast, nie gerecht werden kann. Aber er ist doch der Prinz. Oh no. Ich wollte nur sehen, ob ich etwas finde, das mir hilft zu verstehen, wer er war. Damit ich besser verstehen kann, wer er jetzt ist. Ja, du brauchst doch bloß mit ihm reden, dann weißt du doch, wer er ist und wie er ist und wie er sich verhält. Er muss ihn doch nur fragen, er kann ja alles erklären. Es war ein simples Missverständnis. Missverständnis, das ich berichtigen muss. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Was wäre, wenn wir ihm ein neues Bild malen würden? Wow!
Okay, na, das ist ja eine coole Idee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Oh. Das ist eine interessante Idee, aber ich kann nicht malen. Kannst du es? Nur in meinen Träumen. Wir sind in Disney Dreamlight Valley. Alles ist möglich. Hm. Gibt es vielleicht jemanden, den wir damit beauftragen könnten, eins zu malen? Gibt es einen Hofmaler hier? Ja, müsste es geben, oder? Wenn wir nur mit den Fingern schnippen könnten und ein neues Bild hätten. Hey, das ist eine tolle Idee. Vielleicht kann ich meine Dreamlight-Magie einsetzen, um uns zu helfen. Ich gehe ins Tal und berate mich mit Merlin. What? Was ist ein Merlin? Ein Zauberer. Wahrscheinlich zu dieser Zeit sehr müde. Du meinst ein echter Zauberer wie in einem Märchenbuch? Ja, ganz genau. Er ist wie eine magische Enzyklopädie mit einem tollen Hut. Merlin versucht immer den Menschen im Tal mit seiner Magie und seinen Experimenten zu helfen. Oh, Experimente. Merlin klingt ein bisschen wie mein Vater. Mit seinen Erfindungen. Ich würde ihn gerne eines Tages kennenlernen. Hey, vielleicht wirst du das eines Tages tun. Natürlich wird sie das. Ich rede erst einmal mit Merlin über ein neues Gemälde. Das wäre so schön, so wunderbar. Ich freue mich darauf, von deinen Erkenntnissen zu hören. Muss ich jetzt als Kerzenständer rumlaufen? Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Tal zurück. Bis später, tschüss. Was sagt sie denn so? Oh, hallo. Auf in den Westflügel, was soll ich machen? Oh, ich dachte, du wolltest zurück in dein Tal, um mit deinem Freund Merlin über ein neues Bild für das Biest zu sprechen. Ja, das machen wir. So, tschüss, bis später. Ich habe immer gedacht, hier gibt es eine schöne Küche, die hätte ich gerne mal gesehen. Okay, mit Bildern haben wir es ja eigentlich, früher so gut wie nie zu tun gehabt. Bilder malen? Doch, wir haben die Staffel, ne? Ja. Die Staffel haben wir. Okay, gehen wir mal zu Merlin. Mal schauen, was er sagt. Links, rechts, geradeaus, da geht's raus. Okay, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wow. Wolli! Schau mal, ich bin neu angezogen. Muss ich das jetzt noch anziehen oder kann ich mich wieder anders anziehen? Ich glaube, ich kann mich wieder anders anziehen, oder? Machen wir das mal kurz. Ja. Komm, Wolli, wir gehen zu Merlin. Auf geht's. Hier, wir gehen da mal raus. So, dann gehen wir mal raus hier. Aber ich setze mal die Brille auf. Sicher ist sicher. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was wird Merlin jetzt sagen? Was werden wir denn zum Bild brauchen? Holz, ein bisschen Stoff, Farbe, ein bisschen Dreamlight und dann noch irgendwas. Irgendwas in dem... Oh, Lucky! Hat die ganze Zeit draußen gewartet. Oh. Jetzt schauen wir mal, ob die Karte das anzeigt. Nochmal, wo ist Merlin? Merlin, wo bist du? Ich würde lachen, wenn der schläft. When he is sleeping, der wird wahrscheinlich essen. Ja, da ist er doch. Ja, alles gut. So, jetzt gehen wir mal zu Merlin. Und schauen wir mal, was er sagt. Hi, Apfel. Gute Kohle. So, dann gehen wir mal zu Remy. Mal schauen, was er sagt. Gucken wir mal, what Merlin is saying. Merlin says. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Nudeln will er haben. Oh, Hallöchen. Du Merlin. Du bist ein bisschen spät, weißt du? Merlin, ich habe Belle und das Biest in ihren Reich besucht. Ich brauche deine Hilfe. Es ist eine lange Geschichte, aber kennst du irgendwelche Zaubersprüche, mit denen man Gemälde erschaffen kann? Es gibt einen Konflikt
den nur die Kunst lösen kann. Ich will die Magie der Kreativität nutzen. Sie sind in einer schwierigen Phase und ich stecke mittendrin. Es gibt einen Konflikt, der nur die Kunst lösen kann. Ein kreatives Dilemma, das ist wirklich faszinierend. Es gibt Werkzeuge und Amulette, die für diesen Zweck geeignet sind. Mit ihnen kannst du eine verzauberte Leinwand herstellen. Okay. Eine, die sich selbst bemalt. Wow. Du hast den Zauberspruch schon einmal benutzt, aber selbstverständlich. Gelegentlich habe ich das Bedürfnis, mein Arbeitszimmer umzugestalten und neu zu dekorieren, um meiner Fantasie neue Impulse zu geben. Also habe ich solche Leinwände benutzt, um besondere Momente zu bewahren und, wie man so schön sagt, Leben einzuhauen. Okay, Weichholzhammer, Fasernhammer. Oh mein Gott, weiße Gänseblümchen schaut schlecht aus. Granate, also das sind die Edelsteine, okay, und Traumscherben, das habe ich gewusst. Siehst du die Traumscherben? Oh, und es gibt noch eine weitere wichtige Komponente, eine, die du im Tal nicht finden wirst. What? Magische Pinsel? Nein. Wie du sicher weißt, Nils, entsteht die beste Kunst aus dem Herzen und hier kommt unsere letzte Zauberkomponente ins Spiel. Du musst Bell dazu bringen, der Leinwand eine Geschichte zu erzählen. Bitte sie, eine glückliche Erinnerung an eine Zeit mit dem Biss zu schildern, um den Zauber zu aktivieren. Das ist so ähnlich wie damals Christoph mit Anna. So ungefähr. Aber doch, das war das gleiche in Grün. Gott, wie der lachen kann. Wenn sie das tut, wird ein neues Meisterwerk direkt vor deinen Augen entstehen. Dankeschön. Okay, jetzt wird's interessant. Komm, Wally. Komm, Lucky. Ich glaube, ich habe alle Zutaten, oder? Weil hier steht... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das mit den Aufgaben geht, weil ich schon so ewig lang keine Aufgaben mehr gemacht habe. Okay, wir haben 2 Granate, 2 weiße Gänseblümchen, 4 Traumscherben, 8 Fasern, 12 Weichholz. Jetzt ist es wieder so, ich muss das nicht in mein Inventar haben. Komm, Wally, wir gehen mal hier ins Dorf. Fuchs, oh Gott, ist so goldig. Und hier meine schöne. Ach, die ist auch so knuddelig. So, komm, Wally. Ach, das ist so Schneechen. Das ist Mini. Siehst du, wir haben ja doch die Staffelei. Hallo, Nils. Hi. Dann stellen wir das mal her hier. Wie stelle ich das her? Oh, verzauberte Leinwand. 12 Weichholz. Ich habe tatsächlich nur 7 weiße Gänseblümchen. Ich weiß nicht, ich kriege die immer nicht her. Fasern haben wir relativ viele. Traumscherben, Granate. Stellen wir mal her. Jawohl. Sehr schön. Okay. Bringe den Gegenstand verzauberte Leinwand zu Bell im Reich von Die Schöne und das Biest. Ja, dann machen wir das mal. Komm. So, dann gehen wir da mal rein. Da bin ich jetzt gespannt. So, kommt denn der Stein her? Wo kommen denn die Steine her? Das ist ja komisch. Dann das hier mal weg. Okay. So, da bin ich aber jetzt gespannt. Komm, Wally. Hi, Christoph. Ach, Wally kann ich mit. Ach Gott. Ist ja traurig. Ja, warte mal. Er kann mit ins Schloss bis vor die Tür. Nur der Fuchs geht nicht mit. Komm, Wally. Wo war denn das jetzt? Das war jetzt sogar noch eins weiter oben, ne?
Tatsächlich. Dann geht es also erstmal in der Mitte hoch, ne? Ja. Das heißt, das sind die nächsten zwei. Wow. So, Ladies and Gentlemen, wie es jetzt weitergeht mit verzauberte Leinwand, das seht ihr im nächsten Teil hier auf Johnny and Friends Gaming. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und dann freuen wir uns auf alle weiteren Ereignisse. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, euer Nils. Ciao.